bin von der Energiemarkt Monitor. Ja, was ist das Ich denn? bin Energieberater. Ich bin von der Energieberatung. Es geht um Ihren aktuellen Stromtarif. Nächsten Monat werden die Strompreise um mindestens 18% erhöht. Um Und 80 aus diesem Grund Prozent? 18, nicht 80, Ja, 18. das ist ja immer noch eine ganze Menge. Wie kommt das denn Richtig. zustande? Der Deutsche Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die Atomkraftwerke in Deutschland abgestellt werden. Schon Ja, wieder und haben die somit das ist schon wieder nächsten. beschlossen. Ja, die haben jetzt ein endgültiges. Die haben jetzt ein endgültiges Ding gemacht, dass jetzt der Atomstrom wegkommt und dass wir dann nur noch Ökostrom haben. Ja. Ja. Und darum werden die Strompreise erhöht, weil der Staat neue Trassen baut. Und wir sind damit die Leidtragenden. Ja, Ja. Herr Maulwurf, so, da habe ich es auch. So, Herr Maulwurf, Sie kommen aus München. Ja, richtig. So, also, Herr Maulwurf, wie viel Euro zahlen Sie monatlich an Strom? Wie bitte? Wie viel Euro bezahlen Sie monatlich an Strom? Wie Das hoch liegt Ihr Abschlag? 40 Euro, meine ich. Leben Sie alleine? Ich habe einen Wellensittich. Alles klar, Sie und Ihr Wellensittich. So, Ja. da sind Sie bei der, Sie sind ja bei der SWM. So, Sie bekommen von mir, Sie kennen doch die RWE. Wie bitte? Sie kennen doch die RWE. Was ist das? Der Stromanbieter RWE. Ja, was ist mit denen? Genau. Ich möchte, dass Sie jetzt von der SWM zur RWE wechseln, damit Sie günstiger werden, damit Sie nicht mehr so viel für Ihren Strom bezahlen. Aber Oder werden Sie dann nur noch. Sie haben doch eben gesagt, dass das teurer wird. Genau, und ich habe Ihnen ja auch gesagt, dass ich für Sie in der Leitung bin, damit Sie davon unberührt bleiben. Also Sie machen das mit den Leitungen. Richtig. Hatten wir Ich neulich mal möchte. gesprochen, als die das hier umgebaut haben. Sind Sie das gewesen? Möglicherweise. Ach, ja, ich hatte Kaffee in den Keller gebracht, wenn Sie sich erinnern können. Jawohl. Ja, Ja. ja. Und ich möchte jetzt Ihren Stromtarif umändern. Ja, das hätten wir das nicht gleich damals machen können, wo Sie da waren. Das wäre ja Ja, viel hätte ich einfacher eigentlich machen können. gewesen. Richtig, da haben Sie vollkommen recht. Aber jetzt habe ich Sie ja nochmal kontaktiert. Ja, haben Sie Ja? mich damals vergessen? Leider Gottes, tut mir leid. Ja, es trifft mich ja jetzt nicht so schlimm. Ja, aber Sie wissen ja, man lernt ja täglich so viele Menschen kennen. Ja, das ist Ja. schrecklich. Auf die meisten Ja, haben Sie davon kann vollkommen man recht. doch verzichten. Genau, aber auf Sie möchte ich nicht verzichten. Oh, das haben Sie sehr schön gesagt. Vielen Dank. Aber Sie tragen ja auch Ihren Teil dazu. Sie sind ja auch ein ganz netter Herr. Dankeschön. Das Kompliment kann ich Herr nur Maulwurf. zurückgeben. Vielen Dank, Herr Maulwurf. Herr Danke. Maulwurf, Ja. ich bräuchte bitte einmal Ihre Mithilfe. Und Ja. zwar, Sie haben ja eine Jahresendabrechnung von der SWM, von den Stadtwerken München. Habe ich Und das? darauf, ja, sollten Sie haben. Denn ich bräuchte bitte einmal Ihre Zählernummer von Ihrem Stromzählgerät, die Nummer. Das ist doch auch unten im Keller, da wo wir gesprochen hatten. Richtig, genau, der ist auch unten im Keller, der Zähler. Da wo wir gesprochen haben, in den Raum da. Richtig, genau. Ja, Dort, nein, nicht. soll ich da Also, Sie wissen ja, hingehen? da ist im Heizraum. Im Heizraum ist Ihr Stromzähler, Ja, vermute ich. da hatten wir ja gesprochen. Das ist, wo Sie ja da das Kabel, das, was der da kaputt gemacht hatte, der Russe von oben. Das Ja, hatten Sie richtig. ja repariert bei denen. Genau, Ja. genau. Soll ich da jetzt, Genau, und da waren. sollen wir da runterlaufen? Ja, das wäre sehr nett. Ja, Sie wissen ja, ich wohne oben. So einen kleinen Moment wird es Genau. dauern. Und wann? Lassen Sie sich ruhig Zeit. Ich habe mir die Zeit für Sie genommen, um Sie anzurufen. Ja.
um Sie zu kontaktieren. Ich habe ganz viel Zeit für Sie. Das ist sehr schön. Sie können sich richtig Zeit der Welt lassen. Weil ich habe von meinem Enkel, der ist da so freundlich gewesen, der hat mir so ein Telefon mitgebracht, das ich mitnehmen kann, dass ich das immer bei mir habe, falls mal was passiert. Ein schnurloses Telefon. Ja, das und ein ist Handy. Nein, so eins mit so einer Ladestation. Es ist also schon nicht so ein kleines Handy, das man fast einatmen könnte. Das ist so ein richtiges Telefon. Nicht diese Dinger, was es jetzt heute gibt, wo die Leute immer drauf gucken und dann gegen die Laterne laufen. Genau. Ja, ich muss nur kurz, ich weiß, wo habe ich denn meinen Schlüssel hin? Also ich bin heute schon draußen gewesen, also er muss da sein. Ab wann bekomme ich denn dann Ihren Strom? Innerhalb von 4 bis 5 Wochen. Aber ja, okay, in Ordnung, dann... Ah, da ist er ja. Die Umstellung dauert leider noch etwas. Das nimmt etwas Zeit in Anspruch. Ja, ich werde jetzt da mal... Das ist ja auch, wenn Sie die Leitungen dann wieder erneuern müssen, das kann ich ja verstehen, dass das... Ja, das hat Ihnen der Kuchen eigentlich geschmeckt. Ich hatte dann ja gar keine Zeit, nochmal zu fragen. Ja, der war super, danke. Ja, sehr gut. Soll ich das nächste Mal dann Schokolade machen, wenn Sie zu den Arbeiten kommen? Ja, das... Also, wenn Sie keine Umstände macht? Nein, das ist... Weil der Wellensittich, der kleine Jimmy, der isst das auch so gerne. Ja? Ja. Aber hat er denn nichts gegen Schokolade? Darf er denn Schokolade essen? Nein, der kriegt ja dann was von dem Teig, wo noch keine Schokolade drin ist. Weil das ist ja, das ist ja nicht gut für so einen Vogel. Genau, genau, das dachte ich mir jetzt gerade auch. Ja, das ist, sie machen aber nur den Strom, richtig? Gas mache ich auch, wenn Sie Gas möchten. Ja, weil ich gehe ja immer schon recht früh schlafen. Und es ist der Gedanke gewesen, ob man bei Jimmy vielleicht das weil der hat ja so die Voliere da, ob man da so ein autonomen Stromsystem einbauen kann, dass der Licht hat, auch wenn ich das schon in der Wohnung ausgemacht habe. Kann man sowas drin... Na klar, kann man doch immer. Ja, können Sie das dann vielleicht beim nächsten Mal, dass ich schicke dann meinen Enkel zum Baumarkt, können Sie das installieren? Na freilich. Ja, ist das in Service inbegriffen bei Ihnen oder wird das da eine Rechnung? Nein, das machen wir. Nein, das machen wir dann so für Sie. Das ist doch kein Problem. Das ist Kundenservice par excellence. Da könnte sich so mancher noch was bei Ihnen abschauen. Richtig, der Meinung bin ich auch, aber es schätzt kaum einer. Ja, das ist richtig. Sind die Menschen heute eher unfreundlich zu Ihnen? Ja. Wir sind ja die normale Arbeiterklasse und da wird man nicht mehr so behandelt, wie es damals einmal war. Ja, also wir haben damals immer noch gesagt, ich würde mein Geld eher an einen Handwerker statt einen Banker geben, weil das sind ehrliche Menschen. Genau. Ja, und das ist ja heute auch beigebracht bekommen. Das ist ja heute eigentlich auch immer noch so. Also wir hatten das hier mal, Sie kennen das ja in diesen Wohnblocks hier mit den Rauchmeldern und mit dem Wasserablesen, wenn die kommen. Ich bin ja dann oft beim Arzt und dann habe ich da auch angerufen und sage, ja, das mit euren Terminen, das wird so nicht klappen. Ich lege euch da den Schlüssel unter die Fußmatte und dann sagen die auch, ja, das dürfen wir nicht machen, wenn da was wegkommt und hier und da. Da habe ich auch gesagt, also wenn ich einen Handwerker in mein Haus lasse, dann ist da ja hinterher eher mehr drin als vorher. Ne? Das haben Sie schön gesagt. Ja, also so die Merkel würde ich ja nicht hier reinlassen. Nee. Außer wenn ich die Wohnung vorher vermiene, aber dafür ist mir die zu schade. Genau. Ne? Also so. Die Merkel, die würde ja sogar noch die Haustür mitnehmen. Wahrscheinlich schon und wer weiß, was dann da alles reinkommt durch die Haustür. Genau. Und mein Wellensittich ist jetzt ja auch kein Kampfhund, ne? Ja, haben Sie auch vollkommen recht. Haben Sie auch ein Haustier? Ja,
Was ich haben Sie denn? Pinscher. Ein was bitte? Einen Pinscher habe ich. Ist das einen Hund, einen Pinscher. So, ja, ich. Das, ja, das sind auch schöne Tiere. Ist das so ein kleiner? Genau, ein kleiner. Ein kleiner, zierlicher, harmloser. Oh, so, der kann sie ja dann auch nicht verteidigen. Nee, das kann er nicht wirklich, aber er versucht's. Das ist sehr gut. Er kann die ganzen angreifenden Maulwürfe abwehren. Herr Maulwurf. Ja, das ist erschrecklich mit dem. Ein kleiner Spaßvogel. Ja, so. Möchten Sie immer noch diese Nummer haben? Ich habe mich da jetzt vorgekämpft. Das Problem ist super. Nur, da hatten wir uns ja das letzte Mal schon drüber unterhalten. Diese Nummer, die ändert sich ja immer. Welche Nummer ändert sich immer? Ja, das, Sie wollten doch hier die von diesem Zähler diese die Zählernummer, nicht, ja, nicht aber das, den Zählerstand. Aber das dreht sich ja vorwärts. Nein, nicht diese Nummer. Ich möchte die andere Nummer. Ich möchte die Nummer von dem Gerät, die Zählernummer. Nicht den Zählerstand. Das sind zwei verschiedene. Ach ja, Entschuldigung, das ist ja, das ja, wäre ja auch sinnlos. Da müssten wir ja den ganzen Tag am Telefon bleiben, wenn sich das ja immer ändert. Richtig. Geht ja gar nicht. Und das ist dann im Prinzip, haben Sie was zu schreiben? Ja, ich habe was zu schreiben. Das ist die 691. Ja. 200. Ja. 6230. Super. Ja. Ja, Herr Maulwurf, nutzen Sie denn auch ein Handy oder Internet? Nein. Nichts von beiden. Ich habe das, also das ist ja nicht meines, aber ich habe von meinem Haushälter, der ist ja manchmal, schläft der hier, wenn das viel Arbeit zu tun gibt. Den hatten Sie ja kennengelernt. Mhm. Der hatte da dieses, ja, Sie wissen, was ich meine. Und er hat hier seinen Notebook hier gelassen, weil der sich dann da die Filme anschauen will. Mhm, genau. Der braucht ja nichts machen. Wenn ich schlafe, braucht er ja keinen Abwasch zu machen. Genau. Ich meine, er könnte es machen, aber es wäre sehr kontraproduktiv. Also ich muss mir nämlich eine SMS-Bestätigung oder eine E-Mail-Bestätigung von Ihnen einholen. Eine was bitte? Eine Bestätigung, damit ich sie bei den Stadtwerken München rausnehmen kann. Ja, können Sie mir da nicht einfach ein formloses Schreiben zukommen lassen? Leider nicht, denn heutzutage durch die Technik ist das leider nicht so möglich. Die Technik. Da kommt man mir nämlich zuvor. Wann ist denn Ihr Haushälter wieder bei Ihnen oder Ihr Neffe? Ja, dann rufe ich da nochmal an, dann können wir das nochmal gemeinsam machen. Also mein Neffe, der wohnt ja im Prinzip in Hamburg. Oder wollten Aha. Sie, oder meinen Sie den Enkel? Ja, Ihr Enkel oder wer auch immer dann da bei Ihnen ist. Ja, also der Haushälter, der ist im Prinzip gerade oben und versucht da mit dem Jimmy zu sprechen. Der muss ja sein Sprachtraining haben. Genau. Dann geben Sie mir, dann wäre es doch super, wenn ich mal mit Ihrem Haushälter kurz sprechen könnte. Ja. Damit ich seine Mobilfunknummer nehme und das auf sein Handy zukommen lasse. Ja, dann laufe ich jetzt noch mal kurz nach oben. Genau, laufen Sie mal in die Wohnung. Ja. Ich bräuchte nämlich auch noch mal Ihre Bankverbindung. Ja, das kriegen wir bestimmt alles hin. Ganz kleinen Moment genau, das, mal, bitte. Das bekommen wir alles hin. Ich muss mal kurz hier den Lichtschalter suchen. Ich bin hier irgendwie ins Dunkle gelaufen. Immer mit der Ruhe. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Oh, ich hasse es hier. So. Ja, der Keller ist immer ungemütlich, wa? Ja, das ist, die haben hier ja auch kein richtiges Licht verbaut. Das ist ja im Prinzip auch eins der Hauptprobleme hier. Das werde ich Ihnen auch noch dazu machen. Ja, das wäre toll, weil. Da komme ich mal privat vorbei, ne? Oh, das ist ja großartig. Das ist ja wunderbar. Wo sitzen Sie denn mit Ihren Unternehmen? Momentan in Frankfurt. Da wollen Sie von Frankfurt nach München kommen? Ja, meine Mutter lebt auch in München. Ah, dann lässt sich das ja. Wenn ich bei meiner Mutter vorbeigehe, kann ich dann auch mal
bei Ihnen vorbeikommen. Das ist wunderbar. Und ist Ihre Mutter stolz auf Sie? Ich hoffe es doch. Ja, erzählen Sie... ich habe das heute schon mit dem Husten. Das kennen Sie ja sicher. Das hat man um die Jahreszeit ja immer. Meinen Sie... Genau. Und was wollte ich denn? Wo waren wir denn gerade stehen geblieben? Wir wollten mit Ihrem Haushälter. Ja, und da ist ja vorher im Prinzip, ist da ja meine Frage noch gewesen wegen Ihrer Frau Mutter, ne? Ja, ja. Ob die stolz auf mich ist. Ja, meinen Sie, die ist stolz? Haben Sie der schon mal gesagt, dass Sie am Telefon alte Leute betrügen? Ist sie stolz auf Sie? Betrügen? Ja. Warum betrügen? Ja, hallo. Hallo? Hallo. Ja, hallo. Ja, hallo, hier ist Rakesh. Wer ist da? Gabriel Franke. Ja, hallo, hier ist Rakesh. Ich bin die Haushälter. Wer ist da bitte? Genau. Gabriel Franke. Es geht um den Strom. Ach, mit dir hatte ich doch neulich bei Keller gesprochen. Ja. Jetzt lügt er noch weiter. Du bist so dreist. Das ist alles, das Herr Maulwurf, das gibt denen gar nicht. Und du erzählst ihnen da Lügen, du bist mit denen in Keller gewesen. Was ist dein scheiß Problem? Musst du alte Leute bei Telefon betrügen? Es geht doch nicht um Betrug, es geht um Strom. Du hast ihn angelogen. Das ganze Gespräch hast du die arme alte Mann angelogen. Der will nur mit seinen Wellensittig leben. Und du willst den Stromvertrag ansehen. Hast du kein Herz? Ich werde deine Mama sagen. Die wird dich schlagen mit Gürtel. Okay, schönen Tag. Ja, warte mal. Hallo, warte.